Einen schönen guten Morgen, liebe Studierende. Vielen Dank für das offene und transparente und ehrliche, qualitativ sehr gute Feedback zu den digitalen Prüfungen im Wintersemester 2020. Es waren tatsächlich nur Prüfungsevaluationen zum Wintersemester. Kaum eine aus dem Sommersemester war dabei, obwohl wir uns auch da über Rückmeldungen gefreut hätten. Vielen Dank für die konstruktiven Anmerkungen, die uns sehr weiterhelfen. Und zwar im Hinblick auf die Organisation weiterer Prüfungen, möglicherweise im Sommersemester. Wie das Ganze aussieht, lässt sich ja zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Aber ich kann zumindest so viel herausstellen, dass wir die Ergebnisse und Ihre Ergebnisse im Fakultätsrat ausgewertet haben. Und da viele von Ihnen nicht Mitglieder im Fakultätsrat sind, erlaube ich mir das einfach auf diesem Weg. Also, das, was Sie positiv herausgestellt haben, war die prinzipielle Bereitschaft und die Flexibilität der Prüferinnen und Prüfer unserer Fakultät. Ob Sie jetzt im Take-Home-Exam, also meistens über Opal, Download von Word-Dokumenten und Einsendung via E-Mail oder Upload via Opal oder über Opal-Exam mit TU Dresden geschrieben haben. Natürlich haben Sie bemerkt, wenn es kleinere technische Probleme gab, wenn es Wackler gab im System und so weiter und so fort. Prinzipiell aber ist alles gut gelaufen. Und wenn es tatsächlich einmal technische Probleme gab, dann bekamen die meisten eigentlich in den Rückmeldungen alle von Ihnen sofort Hilfe durch Tutorinnen, durch Mitarbeiterinnen des nichtwissenschaftlichen Dienstes und auch durch die Prüferinnen. Und das haben Sie sehr positiv herausgestellt. Also die Ansprechbarkeit der Prüferinnen während der Prüfung. Das ist in den meisten Fällen, die ich gesehen habe, über das erwartbare Maß hinaus passiert. Erwartbar werden so eine Dinge wie Matrix-Chat oder Videokonferenz nebenbei, also über BigBlueButton, GoToMeeting oder Zoom. Aber einige haben auch ihre privaten Telefonnummern ausgegeben, um in jedem Fall erreichbar zu sein. Also dafür auch an die Prüfenden ganz herzlichen Dank für das Engagement. Das, was wir weiter in Ihren Antworten sehen, ist, dass Sie sich insgesamt für die technische Realisierung, also zum Beispiel den Upload und den Download, etwas mehr Zeit wünschen, um mehr Sicherheit zu haben. Das werden wir berücksichtigen, sollten wir im Sommersemester noch einmal in die Lage kommen, digital prüfen zu müssen. Einige von Ihnen haben auch sich gewünscht, dass das Format möglicherweise längerfristig etabliert sei. Zumindest habe ich das in meinem privaten Feedback-Kanal so wahrgenommen, dass man da durchaus offen sei, wenn sowohl Präsenz als auch Fernprüfung realisiert wird. Und mal schauen, wie wir das Ganze umsetzen. Hängt natürlich etwas mit der prüfungsrechtlichen Auslegung zusammen. Aber ich denke, wenn wir alle am selben Strang ziehen, dann können wir uns auch auf solche Lösungen verständigen. Das nächste, was sich die meisten von Ihnen wünschen, ist insgesamt eine etwas besser angepasste Aufgabenlast zur verfügbaren Bearbeitungszeit. Das hat verschiedene Gründe. Die einen von Ihnen schreiben von handschneller als auf Maschine. Da können wir wahrscheinlich relativ wenig tun. Das zweite ist, dass insgesamt die Aufgaben von einigen von Ihnen als zu umfangreich empfunden worden sind. Das Feedback haben wir zurück an die Fakultät gespiegelt und überlassen es jetzt den Prüfenden, wie sie mit diesem Feedback umgehen. Ich denke aber, die allermeisten werden das sehr verantwortungsbewusst tun. Wie geht es jetzt mit den anonymen Feedbacks weiter? Die Daten sind ausgewertet, entsprechend gelöscht und sie werden auch nicht weiterverarbeitet. Das gehört in diesem Kontext, denke ich, zum guten Ton. Wir überlegen fakultätsweit, wie wir mit den Bordinstrumenten, die die TU Dresden zur Verfügung stellt, solche anonymen Umfragen in Zukunft werden realisieren können. Als allererstes steht da oben an die Hoffnung darauf, dass die Nextcloud-Apps in den Cloud Store implementiert werden, sodass wir eine Office-Umgebung bekommen, die kollaborativ funktioniert. Wie dem auch sei, wenn wir eine adäquate Möglichkeit bekommen,
auf Bordsysteme der TU Dresden zu setzen, dann soll mir das ja recht sein, ähnlich wie es mir bei der Matrix recht ist. Und das nun mal zum Schluss als Appell und als Wunsch. Bitte nutzen Sie die Matrix, die Nutzerzahlen steigen und wir haben hier ein tolles Tool, um miteinander zu kommunizieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie das benutzen, bewerben und auch in Seminaren einsetzen, die jetzt nicht primär auf Messenger als zentrale Kommunikationshub setzen. Bis dahin jetzt erstmal eine schöne vorlesungsfreie Zeit. Man hört und liest und sieht sich an der einen oder anderen Stelle. Ihr Alexander Lasch.